Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Für mich ist es gefühlt eine halbe Ewigkeit her, dass ich vor der Kamera saß. Aber ihr hattet ja immer mal zwischenzeitlich auch während meiner Flitterwochen, während ich in Brasilien war, Videos. Und ich hoffe sehr, dass euch die vorgedrehten Videos gefallen haben. Ich kann jetzt wieder so richtig durchstarten und für euch regelmäßig Content produzieren. Und genau um das andere Thema, also um das Reisethema, wird es heute gehen. Denn wir werden heute mal darüber sprechen, wie sich das Thema Fashion und Reisen so miteinander vereinbaren lässt. Das Video kann aber auch behilflich sein für all diejenigen, die irgendwie sagen, hey, ich will ein bisschen knapper Klamotten haben, beziehungsweise will so ein bisschen lernen, wie ich aus wenigen Teilen viele Outfits machen kann. Das wird nämlich auch Teil des Videos sein, dieses Thema. Und ich hoffe wirklich sehr, dass ich euch mit diesen Tipps zum Thema Reisen und ein bisschen zum Thema Capsule Wardrobe, was wir gerne auch nochmal genauer machen können, bildlich sein kann. Falls euch das Video gefällt, könnt ihr dem Video sehr gerne ein Däumchen nach oben geben. Und falls ihr noch nicht Abonnent des Kanals seid, dann dürft ihr das sehr, sehr gerne nachholen. Ansonsten fangen wir doch jetzt direkt mal mit Tipp Nummer 1 an. Eine Sache, die wirklich super ultra wichtig ist, dass du einmal ganz, ganz genau deinen Tagesablauf vor Ort, an dem Ort, wo du hinreisen wirst, einmal rekonstruierst und überlegst, was mache ich eigentlich so an dem Tag? Ich meine, ein Skiurlaub ist was ganz anderes als ein Strandurlaub. Wenn man nämlich zum Beispiel im Skiurlaub ist, dann wird man sehr wahrscheinlich nicht unbedingt Sachen brauchen, um abends schick essen zu gehen. Ich glaube, jeder von euch kennt das. Man packt sich morgens direkt in seine eigenen Skiklamotten, in die Thermounterwäsche. Und wenn man Après-Ski macht, dann macht man es meistens sowieso direkt, nachdem man von der Piste runtergekommen ist. Und danach will man eigentlich nur noch gemütlich in seinen Sachen chillen und einfach nichts mehr von der Welt hören, bis es am nächsten Tag wieder auf die Piste geht. Bei einem Strandurlaub ist es meistens noch ein bisschen anders, denn man entspannt den ganzen Tag so am Strand und abends will man dann ganz schick aussehen, um schick essen zu gehen. Oder wenn ihr beispielsweise so wie Damian und ich sehr gerne Kitesurft bzw. Sporturlaube macht, dann müsst ihr nochmal an 10 Trilliarden andere Dinge denken, bevor ihr überhaupt an schicke Klamotten denken könnt. Dann ist nämlich erstmal die Sportausrüstung am wichtigsten, denn es wäre blöd, wenn man so weit weggereist ist und dann letztendlich etwas von seiner Sportausrüstung vergessen hat. Neben den passenden Klamotten für eure Reise ist es auch ultra wichtig, dass ihr natürlich an andere Dinge denkt. Denn sobald ihr anfangt, euren Tagesablauf so ein bisschen zu rekonstruieren, dann fällt euch vielleicht auch ein, dass einiges schief gehen könnte. Ich sag nur, wir haben beispielsweise unseren Anschlussflug in Lissabon verpasst. Wir hatten wirklich schon etliche Male Probleme mit Gepäck, was nicht angekommen ist. Tatsächlich gab es in meiner Family auch schon öfters irgendwelche Rücktransporte, beziehungsweise bin ich selbst im Ausland auch schon zum Arzt gegangen. Das heißt, es können wirklich immer mal wieder Dinge passieren, auch wenn man sich es natürlich nicht wünscht. Und das Wichtigste ist, dass ihr in diesem Moment keine Sorgen habt und euch irgendwie nicht um irgendetwas kümmern müsst, beziehungsweise die ganze Zeit diesen geldlichen Aspekt im Kopf habt und bei euch im Kopf einfach nur rattert, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie viel das kostet, das wird teuer, das wird teuer, das wird teuer. Und eigentlich solltet ihr euch nur darauf konzentrieren, gerade wenn ihr irgendeinen Krankheitsfall habt oder eine Verletzung, dass ihr wieder gesund werdet. Und genau deswegen ist es wichtig, dass ihr einen verlässlichen Versicherungspartner an eurer Seite habt. Dafür kann ich euch die alte Leipziger Hallische empfehlen. Schaut sehr gerne mal in der Infobox vorbei. Ich werde dort den Link zu denen direkt hinterlassen. Und bei uns war das auch so, dass wir in Brasilien super viel erlebt haben. Aber beim Kitesurfen ist mir tatsächlich eine Sache passiert, wo ich kurz einen Schocker-Moment hatte. Denn ich bin gestürzt. Falls ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr es mitbekommen. Und ich muss ehrlich sagen, dass es der heftigste Sturz war, den ich jemals beim Kitesurfen hatte, denn ich habe die ersten Sekunden keine Luft mehr bekommen. Und es lag nicht daran, dass ich irgendwie unter Wasser war, sondern es lag einfach daran, dass ich so hart auf dem Wasser aufgekommen bin und mir alles zugeschnürt worden ist. Und in dem Moment dachte ich echt so, Mist, der Urlaub ist vorbei. Und ich muss ehrlich sagen, das Letzte, woran ich gedacht habe, war irgendwie Geld. Weil ich wusste, hey, ich bin genug abgesichert mit der alten Leipziger Hallische. Wenn irgendwas sein sollte, damit muss ich auch keine Sorgen machen und ich kann jede ärztliche und medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, ohne dass ich mich darum kümmern muss. Falls ihr demnächst also eine Reise plant und ganz sorglos dabei sein wollt, dann schaut sehr gerne mal bei dem Link in der Infobox zu der alten Leipziger Hallische vorbei und informiert euch dort. Zurück zu den Outfits und zu Tipp Nummer 2. Denke in Outfits. Denke immer daran, wie du Sachen kombinieren kannst. Es bringt nichts, einen wunderschönen Pulli mitzunehmen, wenn du aber nichts hast, was du dazu anziehen kannst. Also keine passende Hose oder keinen passenden Rock. Tipp Nummer 3. Ich weiß, ich nerve damit, aber ich finde es einfach wichtig. Schaut euch die Materialien eurer Klamotten an. Wenn ihr in den Skiurlaub fahrt, dann ist es natürlich wichtig, dass ihr eher wärmende
Materialien nimmt. Wenn ihr allerdings einen Reiseort ausgesucht habt, bei dem es etwas wärmer ist, so wie wir beispielsweise jetzt während der kalten Jahreszeit in Brasilien, dann ist es wichtig, dass ihr Sachen habt, also Materialien anhabt, die wirklich etwas luftdurchlässiger sind. Dazu habe ich bereits schon zwei Videos gemacht. Einmal warm halten, obwohl es kalt ist, und einmal frisch halten, obwohl es warm ist. So rum. Diese beiden Videos verlinke ich euch auch mal auch sehr gerne unten in der Infobox. Tipp Nummer 4. Wähle bequeme Basics. Ich finde, gerade wenn ich das jetzt im Beispiel Skiurlaub sehe, es muss einfach bequem sein. Wenn es unbequem ist, dann wird man es wahrscheinlich sowieso nicht gerne anziehen und dann wird es so eine kleine Kofferleiche, wo man sich am Ende fragt, warum habe ich das überhaupt mitgenommen? Ich meine, klar, wenn man mit dem Auto in den Urlaub fährt, dann geht das ja noch. Aber gerade beim Fliegen muss man sich ja doch dann ganz schön minimieren und zahlt ja wirklich gefühlt jeden Gramm zu viel. Tipp Nummer 5. Wähle Teile, die mit fast jedem kombinierbar sind. Ich habe jetzt einmal 10 Teile ausgewählt. Bei diesen 10 Teilen ist tatsächlich auch eine Strumpfhose, eine Jacke und Schuhe mit dabei und ansonsten dann die normalen ersten Klamotten, sage ich jetzt mal. Was wichtig dabei ist, wählt vor allen Dingen Sachen, die ihr schichten könnt. Und mein Tipp an euch, wenn ihr da so ein bisschen struggelt und so ein bisschen Probleme habt, oh, ich bin aber nicht so gut darin, verschiedene Sachen zu kombinieren, dann wählt erstmal die beiden Unterteile. Bei mir war es jetzt zum Beispiel eine Jeans und eine Rock und dazu habe ich mir überlegt, was für Oberteile kann ich nehmen, die sowohl zum Rock passen, als auch zu Jeans. Und somit hatte ich letztendlich 10 Teile inklusive Jacke, Strumpfhose und Schuhe, außer Unterwäsche, die habe ich jetzt nicht mit dazu gezählt, und habe letztendlich 8 verschiedene Outfits daraus gemacht. Dass es gar nicht so eine schlechte Ausbeute ist und natürlich kann man das Ganze bis ins Unendliche treiben, aber ich denke, für 8 verschiedene Outfits, wo man wirklich immer mal wieder total anders aussieht, why not? Man ist auf jeden Fall eine ganze Woche sehr gut damit versorgt. Und man kann ein Outfit ja problemlos natürlich auch zweimal tragen. Bei Tipp Nummer 4 hatte ich euch ja schon gesagt, dass ihr Basics nicht vergessen solltet und das hat ganz einfach den Grund, dass ihr euer Outfit ganz easy durch Accessoires aufpimpen könnt. Denn Accessoires sind leichter als Klamotten, meistens zumindest, und sie sind vor allen Dingen kleiner. Das heißt, ihr könnt sie noch kleiner verpacken in eurem Koffer und könnt ein Basic-Outfit somit etwas aufwerten. Und ich habe dafür jetzt hier einfach mal ein kleines Beispiel mit einem Rollkragenpullover. Wie ihr seht, macht eine Kette nochmal einen ganz anderen Eindruck, als wenn ihr vielleicht ein Haarband und Statement-Ohrringe habt. Das sind irgendwie zwei verschiedene Looks und euer Look wirkt einfach anders, als ob ihr sozusagen zwei verschiedene Outfits angehabt hättet. Tipp Nummer 7, falls ihr fliegen solltet und irgendwie Platz sparen müsst, weil euer Koffer, weil da nichts mehr reinpasst, tragt die schweren und großen Sachen. So minimiert ihr natürlich die Kilos, die abgewogen werden. Ihr habt natürlich einfach viel weniger Platz, den ihr verbraucht. Das heißt, sowas wie dicke Mäntel sofort anziehen und grundsätzlich einfach das, was am meisten Platz einnimmt. Ich habe das jetzt mal mit dem Beispiel meiner Klamotten, die ich ausgewählt habe, gemacht. Und wie ihr seht, das, was übrig bleibt, ist wirklich so winzig, dass das Ganze sogar in einen Rucksack passen könnte. Und trotz dessen habe ich kein Outfit an, was irgendwie komisch aussieht, weil ich zu viel anhabe. Und Tipp Nummer 8, ganz, ganz wichtig: Vergesse keinen Teil deiner Sportausrüstung. Es gibt so Kleinigkeiten, gerade wenn man Skifahren geht oder wenn man surfen geht, vor allen Dingen Kitesurfen, Windsurfen, die man immer mal wieder vergisst, die einem aber ganz schön schnell den Tag vermiesen können, wenn man dann dort angekommen ist und merkt, Mist, das habe ich vergessen. Natürlich solltet ihr an die typischen Sachen wie Skier denken. Eure Boots, eure Skistiefel, beim Kitesurfen beispielsweise Trapez. Stellt euch vor, man hat kein Trapez, man kann sich nicht an den Drachen hängen, das ist nicht so schlau. Und eine kleine Sache, an die ich euch auf jeden Fall erinnern will, denkt an einen Schraubenzieher. Ein
ein Schraubenzieher, egal ob ihr jetzt in den Winterurlaub geht oder Sommerurlaub geht, ein Schraubenzieher, wenn ihr Sporturlaub macht, rettet euer Leben, denn ihr könnt immer eure Bindung nochmal richtig schön festschrauben bzw. umstellen oder jemand anderes wird das bestimmt mal brauchen. Ich bin wirklich so gespannt, ob euch dieses Video gefällt. Lasst es mich sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren wissen und vor allen Dingen würde es mich sehr interessieren, wo ihr demnächst hinreist. Macht ihr irgendwie Skiurlaub oder sowas oder geht es für euch vielleicht doch nochmal ins Warme? Falls ja, lasst es mich wirklich sehr gerne unten in den Kommentaren wissen und schaut sehr gerne bei der Alte Leipziger Hallische vorbei. Ich lasse euch den Link unten in der Infobox. Dort könnt ihr euch nämlich dann mal ganz entspannt informieren, wie ihr sorglos demnächst reisen könnt. Ansonsten könnt ihr den Kanal sehr gerne abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt und euren Videowunsch sehr gerne unten in den Kommentaren hinterlassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ganz viel Spaß bei eurer nächsten Reise. Hier verlinke ich euch die genannten Videos und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video und bis bald. Tschüss!